So, was die Rückkehr anbetrifft, so gibt es zum einen eine gesetzliche Rückkehr, die wird mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala vorgenommen, wie zum Beispiel, also Al-Quran al-Karim, Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi beispielsweise, ja, Al-Baqarah, Al-Mu'awwidatayn haben wir gerade gehört, das wäre das also immer jeden Tag machen. Ja. Und gesetzliche Rückkehr ist, yani, was heißt gesetzliche Rückkehr? Rückkehr, die erlaubt ist. Die erlaubt ist. Gesetzlich, das bedeutet also islamisch nachweisbar. Das heißt also, mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, ja, auch mit Dua des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, oder mit gesetzlichen Dua, mit den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Eigenschaften. Das sind also gesetzlichen Dua. Wenn du sagst, Allahumma inni as'aluka, ich bitte dich, ja, bi asma'ika al-husna, ja, deine schönsten Namen, wa sifatika al-ula und deine erhabensten Eigenschaften. So, wenn du so dann beginnen möchtest zum Beispiel. Die Ruqya muss, ja, sie muss mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala und mit dem Dua des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, mit einer Sprache, die verständlich ist. Mit einer Sprache, die verständlich ist. Nicht, dass einer kommt und sagt, alles in Ordnung. Ja? Das, sagst du, da ist die Dusche, da kannst du mal kalt duschen, damit du zu dir kommst. Das muss klar, verständlich und missverständlich sein, mit einer klaren Sprache. Weil die Scharlatane, meine Geschwister, benutzen eine, sie murmeln etwas vor sich. Vor sich, ja. Und diese Art von Menschen darf man überhaupt keine Minute gewähren. Das sind Scharlatane, sind das. Ja. Das heißt also, denn das ist also eine Art von jenen, die praktisch Scharlatanismus betreiben, die nicht klar sprechen. Oder zum Beispiel schreiben etwas, und da ist etwas Arabisches, dann etwas, was unlesbar, plötzlich tauchen Dreiecke und Sternen. Und so weiter. Das sind also Scharlatane, sind das, wal-iyadu billah. Al-Mushawidin. Der Raqi, derjenige, der Ruqya durchführt, muss davon überzeugt sein, dass der Heilende Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Heiler ist. Er muss davon überzeugt sein, dass die Ruqya ein Mittel ist. Ruqya ist also ein Mittel. Doch der Heilende ist Allah subhanahu wa ta'ala. Unmissverständlich. Dieser Raqi muss so davon überzeugt sein. Und nicht, dass Raqi nachher mit Stock derjenige noch zusammenschlägt. Ja, das ist also, wir sind nicht in Shaolin-Schule oder wo. Das heißt also, so müssen drei Bedingungen auf jeden Fall erfüllt werden, wie wir gehört haben. Die Ruqya muss einmal mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, mit dem gesetzlichen Dua ausgeführt werden. Gesetzlich, also Nachweise Dua, die in der Sunna vorkommen. In der arabischen Sprache oder mit einer Sprache, die man versteht. Ja? Und der Raqi muss davon überzeugt sein, dass der Heilende Allah subhanahu wa ta'ala und das Ar-Ruqya ein Mittel und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Heilende ist.